Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Alpha 21 von 7 Days to Die. Heute in einer besonderen Ausgabe an Tag 329, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht nur, dass wieder Blutmond angesagt ist. Nein, das ist hier eine Harzer-Folge, die wir aus Sicht des Harzers zu sehen bekommen. Und dann übergebe ich hiermit mal an den Harzer. Hallo. Ja, Tag 329 haben wir gerade. Genau. Wo seid ihr da und wer ist da bei dir? Das ist der Otto, der ist seit kurzem auf dem Server. Und wir sind ja auf der Community-Basis, beziehungsweise Blutmond-Basis, ne? Nördlich von Tiersville. Und ihr habt vor, den Blutmond oben drauf zu machen. Das ist ja wahnwitzig hier. Das war eigentlich nur spontan entstanden, dass ich jetzt hier oben stand. Ja, aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Also ich bin gespannt, wie ihr zwei das dann gleich meistern werdet. Ein Veteran, hier auch schon auf dem Server, zusammen mit jemandem, der zwar auch 7 Days to Die Veteran ist, aber erst seit ganz kurzem hier auf dem Server ist. Ja, da bin wahrscheinlich nicht nur ich sehr gespannt. Bleibt dran. So, in Kürze geht er dann los, dieser Blutmond an Tag 329. Und ja, ich lehne mich mal entspannt zurück. Hoffe, dass das Hochhaus hinten steht noch. Gerade haben wir noch die letzten Leute per Text aus dem Hochhaus verscheucht. Aber das wäre natürlich ein Bild für die Götter gewesen. Allerdings auch sehr schade, wenn wir jetzt von hier aus gesehen hätten, wie der Turm einstürzt. Oh ja. Los geht's. Hals- und Beinbruch. Jo. Danke. Ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Blutmond aus Nachtsicht sehe. Ah. Oh. Aber das ist schon ein klares Bild, was man da hat von der Sachlage mit dem Nachtsichtgerät. Ja. Darf noch nicht zu hell sein. Ist eben nur alles grün gehalten. Ah, das sind andere Kumpels. Ach, natürlich, ich habe hier die Musik gar nicht an. Ah, ich glaube, die Musik kennt jeder, der jetzt hier nicht gerade das erste Mal von 7 Days to Die sieht oder hört. Kann auch schon mal ganz entspannend sein ohne die Musik. Ja, ist mal was anderes. Obwohl doch, sie ist an. Ich höre sie leise. Oh. Oder das ist wie Phantomschmerz, weißt du? Das Bein ist zwar amputiert, aber man spürt es noch. Und hier, die Musik ist zwar aus, aber man hört sie trotzdem. Das ist Phantom-Tinnitus. Oder Phantom-Tinnitus, ja. Da wissen wir schon, wie wir die Folge nennen können, oder? Der Phantom-Tinnitus. Musst du mich nur gleich nochmal dran erinnern. Also ich weiß, wie Tinnitus ist. Ich hab's ja selber. Oh, echt doch. Oh, Spider-Man. Okay, an der Seite, ich glaube, das hat Julia auch irgendwo zu Hause. Hier diese Knabberstangen, weißt du? Knabberstangen? Na, hier diese Minitürmchen, die da stehen, wo die Zombies dann dran gehen. Ach so, ach da, ja. Knabberstangen für die Zombies. Knabberstangen ist auch nicht schlecht. Oh Gott, hast du es gesehen? Ja, ist rein. Da kann ich aber da drüben. Drin. Ach so, da kann man ja rein, stimmt ja. Denn da für Bewegungen? Oi. Oh! Moment. Ihr kommt ja nicht rein. Niemals nicht.
Meine ich das nur oder verläuft der gerade relativ human? Also ich hab so das Gefühl, das würde ich auch noch schaffen. Ja, das geht eigentlich. Ordo scheint sich auch ganz gut zu schlagen. Vielleicht ist ja auch nicht so schlecht, dass wir ein bisschen auseinander sind. Kriegt er seine Zombies und ich meine. Meinst du? Ich bin mir nicht sicher, welcher Abstand da relevant ist. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch, weil wir in einer Gruppe sind. Auch wieder so eine Sache. Wer weiß, gleich das böse Erwachen da, wenn sich da 64 Zombies oder was wir da als Maximum haben, da gleich mitten in der Basis drauf warten. Die Boomer, die heißen. 64 Boomer. Bären. 64 Bären. Pro Turm. War sie fühlt. Ah. Also sie haben ja wohl ein bisschen die Wellenmechanik geändert, ne? So ein bisschen so, also wenn man es denn schafft, sie so von der Zeit her zu töten, wie es denn gedacht ist, dass man wirklich kurz den Eindruck haben könnte, ist zu Ende. Gehst runter looten, kommt ja die nächste Welle. Ja. Oh, drehen sich auf einmal um. Das mit dem Schleichschadensbonus habe ich auch noch nicht so ganz raus, ne? Unter welchen Voraussetzungen der jetzt greift oder nicht und wieder die Wahrscheinlichkeiten sind. Naja, auf jeden Fall, wenn die Zombies dies noch nicht mitgekriegt haben. Ist es eben noch komisch, dass es mitten im Blutmond ist. Ja, vielleicht, wenn der Zombie sich gerade hier mit der Mauer beschäftigt oder was, keine Ahnung. Oder die sind auf andere Spieler konzentriert. Kann auch sein. Okay, ja. Da wieder. Kann hier die Sicht kurz mal wechseln? Oh, das ist aber dann ein Kontrast. Oh, ja. Wenn man das so umschaltet. Vor allen Dingen gerade, als ohne das Licht kurz war. Ja. Oh, das war aber knallig. Es ist auch ziemlich hell, ne? Also. Klingt mir auch gerade so. So ungefähr das Gefühl sein, wie Leute, die immer schwarz-weiß geguckt haben, das erste Mal Farbfernsehen gesehen haben. Ungefähr. Nicht nur Phantom-Tinnitus, sondern auch noch ein Phantomseeschaden. Ja. Haben wir noch was Schönes? Ach, da. Ach, daneben. Wie bei Worms, daneben. Ja, Dr. Harzer, wie beurteilen Sie den heutigen Verlauf des Blutmondes? Recht entspannt, muss ich sagen. Also hab nur ich, nicht nur ich das Gefühl, ne? Aber ich glaube, ein Teil dazu trägt auch bei, dass die wilde Musik da nicht volle Lautstärke läuft. Das kann auch, ja, natürlich, ja. Ist auch so irgendwie. Ja, es ist echt entspannt, weil ja alles aus dem Stahl ist, ne? Da hat man jetzt nicht so
dass sie führt, dass gleich alles einstürzt. Nee, das ist eher unwahrscheinlich. Das ist nicht nur unwahrscheinlich, also das. Mensch. Oder noch mehr lagig. Das kommt noch dazu. Die normalen Blöcke und dann nochmal dran gedreht, nochmal Platten. All die müssten, wo müssten die denn durch? Durch mindestens 20.000 Schaden? Na gut, würden die sich jetzt mal alle auf einen Punkt konzentrieren, könnten sie es schon mal schaffen, irgendwo durchzubrechen. Aber da müssten sie sich ja schon fast absprechen hier. Zombies und absprechen. Moment, Auszeit. Kommt mal kurz in den Gesprächskreis, liebe Zombies. Wir müssen mal gucken, wo wir reingehen. Ein Möter. Ah. Was? Doch, die Was? hier sich gegenseitig? Das sah gerade so aus. Das sah gerade so aus, als ob die sich gegenseitig bearbeiten. Was auch theoretisch helfen könnte, aber da fehlt es an zähmbaren Tieren, da die ja Tiere fressen, wenn man in so einem Graben hier noch einen Haufen Rehe oder irgendwie sowas drin hätte. Dann fressen die ja alle da dran und dann kann man sie einer nach dem anderen erledigen. Aber wüsste ich nicht, wie man das so als Konzept hier irgendwo mit einbauen können sollte. Naja, Fleischstücken hinschmeißen. Fleischstücke hinschmeißen. Ja, das war doch natürlich eine Idee. Liebe Hier. Fanbims, wieder ein Vorschlag. Schaut bitte mal das viel bessere Survival-Spiel Emprise Time Travel Survival an. Genauso hätten wir gerne 7 Days to Die. Und was man gerade auch wieder gesehen hat, dass man ja so Zwillinge und so ja Drillinge hat auf einen Haufen, das ist auch immer nicht so optisch. Es ist ein bisschen unglaubwürdig, dass immer die gleichen auf einen Haufen kommen. Ja, da müsste es eben mehr Zombies geben und verschiedene. Ich glaube, da dürfte man auch durchaus mal Modelle kaufen und sagen, keine Ahnung, da gibt es ja keine Ahnung, haben wir halt 100 verschiedene Jacken oder was dafür und dann sehen die halt ein bisschen anders aus, wenigstens. Das geht ja. Niemand verlangt, Ja. dass hunderte neu komplett designt werden. Das nicht. Gibt Kannst nur du demnächst hier Orkenjacken, ja. Echtgeldshop, kannst du dem DLCs kaufen für andere Zombie-Optik. Bringen wir sie bloß nicht auf blöde Ideen. Wobei ich glaube, das wird sich spätestens mit der Steam Workshop-Integration wird sich das lösen. Da wirst du nämlich wahrscheinlich auch Zombie-Modelle da reinziehen können und dann hast du das, was du haben willst. Wobei ich noch nicht weiß, wie offen das sein wird. Ob man da wirklich alle Bereiche über den Steam Workshop bedienen kann. Aber müsste ja eigentlich. Also mit den Mods, die es heutzutage gibt, kann man ja auch das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Wird sich zeigen, wie. Ein Schuss. Hat mich angespuckt. Aha. Er wieder. Na? Aber ich dachte, er explodiert. Was habe ich da vorhin gelesen? Man hat ja hier irgendwie sollte witzig sein. Ein Zitat von Einstein, glaube ich aber nicht. Gibt ja oft, dass Sprüche Leuten zugeschrieben werden, aber es gar nicht sind. Jedenfalls, was stand da? Nur weil man in den Zug kotzt, ist man noch lange nicht bahnbrechend. Ach, ja. Fällt mir jetzt nur gerade dabei wieder ein, gerade weil ich es heute gesehen habe. Ja. Wegen dem sich übergebenden Zombie. Nehmen, nicht übergeben. Ja, mehr als die Hälfte des Blutmondes haben wir schon hinter uns gebracht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jim.
Gerade den Sack da weggeschmissen. Den blauen. Ja, er konnte sich nicht entscheiden, ob er sich übergeben sollte und, oder nicht, und hat ja in den Sack geschmissen. Das aus. Kloppen wir noch. Noch ein paar mehr da. Ja, da denkt man noch ganz entspannte Runde und klammheimlich werden die Wellen immer größer. Hm. Also so kurz vorm Schluss, ne? Um zwei war es da, glaube ich, ne? Ne, um drei. Ach, um drei? So ganz kurz vorm Schluss ist es dann doch nicht. Sie dreht halt. Lecker. Ja, wenn das Gebäude hält, dann ist das Gespucke ja dann auch irgendwann nur noch das Einzige, was einen noch irgendwie ernsthaft verletzen kann. Mhm. Der hört sich ein bisschen komisch, wenn man so nach unten guckt. Da müsste ja gleich ja mindestens mal ordentlicher Loot drin sein. Ich hab noch hier keine Mutter gesehen, Mensch. Die kommen bestimmt wieder ganz am Schluss mit Kaffee und Kuchen. Ja. Oh, Mensch, diese Hunde. Ah! Ihr habt mich angeschleimt. Boah. Hier kommt die Flut. Oh, das Schild ist weg. Das Schild ist weg. Das war zu erwarten, dass das passieren kann. Mhm. Ich sag mal so vom Zombie-Verhalten. Scheinen die sich ja jetzt nicht sehr an anderen Türmen aufzuhalten. Gut, hier sehen Sie, dass Sie direkt über die Gitter kommen können. Bei den anderen Türmen gibt es ja diese schmalen Stäbe, über die Sie laufen und wieder runterfallen wollen. Aber ich glaube, die Klingenfallen sind noch nicht fertig, die da aktiviert werden sollen, dann, wenn es da mal fertig ist. Ja. Das ist dann wirklich irgendwann mal eine AFK-Falle. So, gleich brechen die letzten 45 Minuten an, in dieser dann wahrscheinlich mal wieder etwas längeren Folge. Das ist ja schon tot. Alle tot. Ach ja, also Zwillinge und so. Wo ist die andere? Die wollen doch immer alle gerne durch diese Tür da unten rein, ne? Ja. Gut, durch Türen wurden sie ja schon immer gerne getriggert, aber immer mal wieder ein bisschen anders. Das
haben wir ja auch schon ausprobiert. Türen aufs freie Feld stellen und gucken, ob die Zombies aufgehalten werden dadurch. Ja, das war vor 2 oder 3 Versionen. Also Alphas. Komplette. 17 oder 18 oder was? Es ist ja vor ein paar Alphas gewesen, ja. Ja, genau. Könnte man vielleicht auch nochmal wiederholen, das Experiment. Okay. Ja, stimmt. Kann ja durchaus sein, dass sich da was ändert. Alle Zombies sammeln sich an der einsamen Tür auf dem Felde und warten auf ihre Eliminierung. Oh yeah. So, noch eine Welle dürfte wahrscheinlich nicht kommen, oder? Mal gucken. Die letzte Welle oder die perfekte Welle? Mal gucken. Die wollten sich doch gerade in den Arm nehmen, die haben sich lieb gehabt. Kannst doch nicht das Pärchen. Auch, aber immer hier an der Stelle da, in der Ecke. Ja. Das ist doch nicht das Pärchen. Oh, mein Arm juckt. Ah, so das ist das Tinder-Eck des Turms. Jetzt kommt aber doch noch mal ein ganzer Jutsch hier. Tatsächlich. Ja, der Blutbund ist vorbei. Reste gilt es noch aufzuräumen. Ich danke Dr. Harzer und Ordo schon mal dafür, dass sie den Server für alle anderen wieder sicher gemacht haben. Die sich sicherlich in Kürze wieder einloggen werden, wenn sie wissen, dass der Blutbund vorbei ist. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Schaden haben sie angerichtet? Ja, das ein bisschen, ein bisschen Stahl müsste hier noch, ja, das kann man im Nachhinein ja noch machen. Ein bisschen Stahl müsste hier noch irgendwo rumfliegen. Ich habe aber, glaube ich, auch noch Stahl. Ja, mal gucken, irgendwie für Reparatur wird es mit gemeinsamer Anstrengung schon reichen, irgendwie. Ja. Sehen wir dann. Ich will Nahkampf, 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 komm! Bist du das geschafft, das da rauszukommen? Ja, durch 85 Gänge ist alles vorbei. Und alle Säcke weggeloot. Ja. Na. Was sind wir denn jetzt? So zwar nicht mehr looten, aber auch nicht mehr bluten. Da liegen sie doch. Liegen, oh, da ist noch eine. Achso. Du bist aber höchstens an 8 Säcken vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Vielleicht ist ja auch Stahl drin. Wer weiß. Na, aber immerhin hier. 500 Jetons für den ersten Lootsack, das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, da gibt es nicht viel Grund zur Beschwerde. Schnelle Looter. Der schnelle Looter. Oh, hier kommen wir auch vorbei. Ha, die Tür ist ein bisschen falsch platziert hier. Na, vielleicht war dahinter noch was, was kaputt gemacht worden ist. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob da irgendwie noch so Makita-Stäbe da hinter gewesen sind. Naja, wie dem auch sei. Die Inspektion, da machen wir dann 3 eigene Folgen von. Ne? Die Inspektion der Blutmondbasis. Ja. Wie wär's denn mit einer schönen Endeinstellung? Ja. Irgendwas Hübsches. Hier ist kaputt, sagt er. Naja, irgendwas wird sicherlich kaputt gegangen sein. Ne? Ja.
Das Türmchen, wo ist das Türmchen in andere Richtung? Hui. Keine Metall, nur noch der eine Turm, drei Türme eingestürzt. Ach Mensch, ich würde Ends einstellen. Da. So. Ausgezeichnet. Ja, vielen Dank, lieber Harzer und liebe Zuschauer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.